Willkommen bei Franz Kreimer Keys, dem YouTube-Kanal über Keyboards. Heute geht's wieder mitten in die 80er Jahre. Ich zeige euch den Roland MK70 Super JX Synthesizer. Viel Spaß! Das ist da also der Roland MKS-70 aus dem Jahre 1986. Alle, die etwas empfindlich bei S-Lauten sind, es ist natürlich schwer. MKS-70 Super JX Synthesizer. Mehr S auf einen Haufen geht gar nicht. Tut mir leid. Der MKS-70 ist die Rec-Version des Roland Super JX oder JX-10 Synthesizers. Kurz zur Geschichte. Im Jahre 1983 brachte Roland den JX3P, einen einfachen, günstigen, sechsstimmigen Analog-Synthesizer auf den Markt. Dem folgte dann später der JX8P. Den hat man dann verdoppelt, also verzweifacht, und daraus wurde das Super JX ohne P. Und von dem ist der MK70 die Rec-Version. Der JX8P hat keine Rec-Version, der JX3P schon. Die heißt aber nicht MKS35, sondern MKS30. Alles klar? Heute können moderne Synthesizer natürlich zig Klänge zur gleichen Zeit produzieren. In den 80er Jahren war das nicht so einfach. Deswegen hat man in den Super JX zwei Synthesizer eingebaut. Dadurch konnte man zwei Sounds sechsstimmig zur gleichen Zeit spielen oder einen Sound zwölfstimmig. Diese Soundkombination wird als Patch gespeichert und ein Patch besteht aus zwei Tones, dem Ton A und dem Ton B. Zum Beispiel das Patch B2 besteht aus den Tones 77 und 20. Das klingt so. Jeder Ton extra. Das ist so ein E-Piano-Sound. Das ist so ein Glöckl-Sound. Jetzt kann ich diese beiden Sounds zugleich spielen. Ich kann sie aber auch im Split spielen. Es gibt auch eine Crossfade-Funktion. Der Super JX Synthesizer kann Aftertouch und Velocity-Informationen verarbeiten. Was zeichnet den Super JX Synthesizer eigentlich aus? Also ich finde fette Brass-Sounds. Wunderbare Streicher. Richtig fette Pad-Sounds. Und dank Cross-Modulation auch metallische Sounds. So richtig experimentelle Sachen liegen ihm leider nicht, für das fehlen einfach gewisse Parameter und Modulationsmöglichkeiten. Was fehlt ihm sonst? Er hat keine Pulsweitenmodulation, die lässt sich aber nachrüsten.
Ein Wermutstropfen ist, er ist etwas umständlich zu editieren, dadurch, dass jeder Sound ja aus zwei verschiedenen Tones, also zwei Synthesizern, die man extra editieren muss, besteht, kann man natürlich beim Editieren einmal gleich durcheinander kommen, indem man die beiden Tones verwechselt. Man glaubt, an dem einen zu schrauben, editiert aber die ganze Zeit den anderen. Und wenn ich in einem Patch einen Ton ändere und das Patch speichere, speichere ich die Änderung leider nicht mit. Das heißt, ich muss jedes Tone auch extra speichern. Damit wird das Editieren etwas komplizierter. Dafür wird man mit einem Roland-typischen fetten Sound belohnt. Ein cooles Feature des SuperJX ist die Chase-Funktion. Klingt wie ein Delay, nur wird zuerst Ton A und dann Ton B gespielt. Ich habe jetzt für beide Tones den gleichen Sound eingestellt. Die Zeit kann ich natürlich variieren. Oder ich kann es ganz lang einstellen. Jetzt könnt ihr von Ton B einen anderen Sound nehmen. Jetzt gibt es verschiedene Chase-Muster. Das erste war Chase Play Mode AB. Jetzt machen wir ABB, das heißt A wird einmal gespielt, B wird dann wiederholt.
Dann gibt es die Möglichkeit, A, B, A zu spielen. Andere Sounds aus. So, das war's mit dem Video über den Roland Super JX Synthesizer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt über diesen wunderbaren Synthesizer, schreibt's doch in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß mit Keyboards.